Das Masterstudium hat mir sehr viel gebracht. Ich arbeite seit meinem Abschluss als freischaffende Künstlerin alleine und im Künstlerkollektiv Freetas in Bonn. Vor allem Kompetenzen wie Fördergelder akquirieren, Konzepte schreiben, Projekte umsetzen, brauche ich in meiner Arbeit immer wieder. Unser Studium bereitet vor auf die berufliche Selbstständigkeit als freischaffende Künstlerin oder Künstler. Wir vermitteln ganz konkrete Kompetenzen im Bereich Professionalisierung. Ausstellungs- und Präsentationstechniken, die Kuratierung von Ausstellungen und die Selbstvermarktung sind Themen unserer Lehrveranstaltungen. Warum male ich eigentlich und in welcher kulturellen Tradition stehe ich dabei? Der Master fordert einen auf, über sein eigenes künstlerisches Werk zu reflektieren und dieses in einen Kontext zu setzen. Besonders bereichernd fand ich auch den Austausch mit den internationalen Studierenden, denn das hat meinen eigenen Horizont nochmal erweitert. Ich erinnere mich sehr gerne an mein Masterprojekt. Zusammen mit einem Kollegen und vielen, vielen Helferinnen und Helfern haben wir in der Bonner Innenstadt eine 20 Meter große Skulptur gebaut. Die Dozenten haben mich dabei total gut unterstützt. Wichtig ist uns, dass die Studierenden ihr künstlerisches Profil schärfen, damit sie sich im Kunstbetrieb positionieren können. Manche unserer Studierenden arbeiten später auch im Kunst- und Kulturmanagement oder der Kunstvermittlung. Auch darauf bereiten wir vor. Ich habe bereits vor vielen Jahren ein Studium für audiovisuelle Medien abgeschlossen und wollte mich aber als Künstler nochmal rundum weiterentwickeln. Mit der Alarmus habe ich einen wundervollen, kreativen Ort kennengelernt und offene Menschen. Als Galeristin bin ich ständig auf Kunstevents und natürlich habe ich auch schon zahlreiche Ausstellungen an der Alarmus Hochschule gesehen. Besonders gefallen hat mir der Rundgang im Schloss Alfter. Ich bin sogar mehrmals da gewesen, weil ich wirklich sehr beeindruckt war von einigen Werken der Künstler und Künstlerinnen. Ich muss sagen, als Bonner Galeristin macht es einfach auch Spaß, den Werdegang der Studierenden zu beobachten und zu sehen, wie sie ihre Talente und ihr Potenzial an der Alarmus Hochschule entwickeln können. Ein ganz besonderes Highlight für mich war das Projekt mit der international bekannten Künstlerin Mary Bauermeister. Wir haben eine Woche mit ihr und der Gruppe zusammengearbeitet und aus ihren Materialien neue Werke erschaffen. Die Begegnung mit Mary hat mich enorm inspiriert und beeinflusst meine künstlerische Arbeit bis heute. Bei uns arbeiten die Studierenden in den unterschiedlichsten künstlerischen Medien. Wir sind daher auch offen für Bewerberinnen und Bewerber, die in anderen Bereichen ihren ersten Studienabschluss gemacht haben, wie zum Beispiel Mediengestaltung, Film, Design und so weiter. Ich erinnere mich total gerne an unsere Exkursionen, speziell an unsere Reise nach New York. Wir haben dabei auch die New York Academy of Art besucht, wo ich nach meinem Master an der Alanus ein Stipendium erhalten habe und noch 3 Jahre studieren konnte.